Hi, ich bin Dave, Gründer der Home Gym Community und heute bin ich mal nicht im Gym, sondern in der Küche und mache für euch den ultimativen Test. Ist das Fleisch von Planet Food wirklich besser als aus dem Discounter? Wir werden zusammen rausfinden. Viel Spaß damit! Ja, ich habe ja gesagt, heute mal was ganz anderes. Ich möchte für euch nämlich einmal testen, wie der Unterschied von dem Fleisch von Planet Food und dem regulären Supermarkt ist. Wie komme ich darauf? Ich habe Planet Food oder damals Planet Meat vor so ungefähr einem Jahr für mich entdeckt, habe das erste Mal probiert und wir haben jetzt zu Hause allesamt miteinander festgestellt, hey, das ist wirklich eine andere Fleischqualität. Und gerade beim Hackfleisch hatte ich wirklich das erste Mal so dieses Gefühl, ey, da kommt nicht Unmengen Wasser raus, das riecht ganz anders und deshalb möchte ich das heute in dem Video für euch mal darstellen, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie unterschiedlich tickt das einfach. Warum? Weil ich von dem Produkt echt persönlich überzeugt bin, da x-mal eingekauft habe und ja, wir neben unserem örtlichen Metzger eigentlich nur noch bei Planet Food bestellen. Ich habe deswegen einmal heute das Rinder-Tatar von Planet Food, das habe ich schon aufgetaut und dann habe ich dazu aus dem Discounter Marke habe ich hier mal so ein bisschen verpixelt, weil ich ungern mit deren Rechtsanwälte Probleme bekommen würde. Das Rinderhack fett reduziert. Von den Nährwerten sind die ziemlich gleich. Das heißt, die haben beide rund 5 Gramm Fett auf 100 Gramm und bummelig 20 Gramm Protein. Rest natürlich irgendwie nichts. Der Unterschied ist, dass Planet Food damit wirbt, artgerechte Tierhaltung zu haben, was auch immer das jetzt im Detail genau heißen mag, aber auf jeden Fall irgendwie keine präventiven Antibiotika, kein Aufspritzen des Fleisches mit Wasser. Und ich glaube, das könnte sein, dass wir hier was anderes erleben, gerade was die Wasserkomponente betrifft. Und natürlich mache ich am Ende auch einen kleinen Geschmackstest für euch, wenngleich, den könnt ihr natürlich nicht sofort nachvollziehen. Wir versuchen das Ganze in einem Take durchzumachen und auch sozusagen wirklich mit dem Stativ dann hier drauf zu filmen, wie das mit dem Braten ist. Ich versuche das auch möglichst gleich für euch zu machen. Ich habe ehrlicherweise zwei unterschiedliche Pfannen, weil schlicht keine zwei gleichen da sind. Und natürlich muss ich so ein bisschen gucken, dass der Garpunkt gleich ist und so weiter und so fort. Aber jedenfalls, ich glaube, wir werden ziemlich deutlich sehen, wo der Unterschied ist. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist unbezahlte Werbung. Ich finde es einfach sozusagen ein super cooles Produkt und habe deswegen gesagt, klar, ich mache darüber mal ein Video außerhalb so der üblichen Home-Gym-Themen. So, let's go. Ich fange mal mit dem Fleisch aus dem Discounter an. So. Folie abmachen nicht vergessen. Und in die andere Pfanne kommt das Fleisch von Planet. Das ist immer ein bisschen friemelig, das hier so rauszubekommen. Muss ich zugeben. Aber mit etwas Übung klappt das dann auch. So, das letzte bisschen holen wir hier auch noch raus. Und die Folie braten wir natürlich nicht mit. Dann geht es einmal los. Ich mache beide so auf eine relativ hohe Stufe, aber nicht aufs Maximum. Und ich versuche die auch so ungefähr, ich sag mal halbwegs ähnlich anzudrücken. So, genau. Ab jetzt würde ich sagen, machen wir mal so ein bisschen Zeitraffer in dem Video. Ich halte die Gusche, ihr kommt mit ein bisschen Hintergrundmusik und seht mal, was hier passiert. So, ich glaube, man sieht jetzt schon, auf der rechten Seite bei Planet Food sieht das relativ moderat aus, was da so an Wasser austritt. Ist natürlich auch normal, dass irgendwie, wenn man Fleisch brät, da auch ein bisschen Wasser rauskommt. Ne? Also bei allem, was jetzt nicht ein Steak ist, was man in einem Stück brät, total normal. Aber wenn ich das irgendwie vergleiche hier drüben mit irgendwie einer ziemlichen Wasserlache, das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Zugegeben, die Pfannen sind jetzt nicht identisch und so weiter und so fort. Und ich kann auch nicht die Hitze natürlich
ganz identisch stellen, aber ich glaube, man sieht den Effekt und man sieht übrigens auch die Färbung. Die ist bei dem Fleisch von Planet Food wesentlich dunkler als das Fleisch aus dem Supermarkt, zumindest jetzt so per Augenintegral. So, ich glaube, das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Ich finde, es fallen zwei Sachen auf. Erstens, das Fleisch aus dem Discounter ist deutlich, deutlich, deutlich wässriger, was da so rauskommt. Das Zweite, wenn man jetzt hier mal drauf schwenkt, und wie gesagt, ich habe es jetzt gleich gebraten im Prinzip, ich finde sozusagen rein vom Farbton, ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt, aber das hier wirkt halt eher so grau, muss man sagen. Und hier ist halt wirklich sozusagen, naja, ich sag mal so ein kräftigeres, bräunliches, ja, Fleisch, eine Fleischfarbe. Und wie gesagt, klar, die Pfannen sind nicht identisch und so, aber die Menge ist ziemlich gleich. Das waren 400 Gramm, das waren 300 Gramm. Und was wir jetzt nochmal machen werden, im Anschluss, dass wir die nochmal auf die Waage legen. Dafür muss ich allerdings erstmal die Waage organisieren, deswegen wird das wohl nicht ganz One Take. Aber genau, ich glaube, das Ergebnis sieht man schon. Ich kann euch nur sagen, probiert das irgendwie mal aus von Planet Food. Warum? Weil ich glaube sozusagen, wenn man sozusagen in diesem ganzen Fitness-Kontext sehr viel Fleisch isst, dann macht es einfach Sinn, dass man das in einer guten Qualität isst, sowohl für sich als auch irgendwie für den Planeten und für die Tiere. Ich hoffe auch nach allem, was man so in der Vergangenheit an Skandalen woanders hatte, dass Planet Food das wirklich sozusagen einhält, was sie da sagen mit artgerechter Tierhaltung. Darüber kann ich natürlich als Außenstehender nichts sagen. Ich kann nur sagen, die Fleischqualität überzeugt mich absolut und ist deutlich besser von dem im Vergleich zu dem, was ich aus dem Supermarkt gewöhnt bin. Ich schmeiße das jetzt nochmal auf die Waage und check nochmal, wie das da so vom Gewichtsquotienten ist. Blend euch das als nächstes nochmal ein. Mal gucken, ob wir da auch nochmal einen großen Unterschied feststellen. Man muss dazu sagen, bei der Verpackung von Planet habe ich jetzt wahrscheinlich nicht ganz exakt 300 Gramm rausbekommen. Bei der vom Supermarkt ziemlich genau die 400. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch nochmal einen Unterschied gibt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du Bock hast, das Projekt zu unterstützen, schau gerne mal in die Kommentare. Erstens, wo du die Home Gym Community findest und zweitens halt auch, wie du mich persönlich supporten kannst. Gibt da auch ein paar Rabattpartner. Planet Food gehört leider noch nicht dazu, vielleicht in Zukunft irgendwann mal. Und ansonsten sag mir auch gerne mal, ob du Bock darauf hast, dass ich mehr solche Videos rund um Lebensmittel im Fitnessbereich mache, Supplements und Co. und nicht nur Equipment Reviews. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, wie ihr merkt, ich bin noch nicht der perfekte YouTuber. Ich habe nämlich den Geschmackstest vergessen. Deswegen gibt es den jetzt nochmal als kleinen Extra-Cut. Ich fange mal mit Planet an. Ja, schmeckt halt wie Rindfleisch. Ne? Ist ungewürzt. Ich würze das in der Regel als kleinen Tipp gerne mit Sojasauce und so einem Tick Light Barbecue-Soße. Schon mal im Braten, dann hat es ein bisschen mehr Aroma nochmal. Oh, das ist ein Riesenunterschied. Ich mache das mal parallel mit der Kamerafrau. Und die füttere ich jetzt mal. So. Planet. Und Supermarkt. Ich bleibe mal hier dran, damit das mit dem Mikro so halbwegs hinhaut. Ja, beim ersten total der Rindfleischgeschmack und beim letzten Mal einfach nur lasch. Einfach nur Substanz. Ja, also ich glaube, so kann man das durchaus stehen lassen. Preislich ist es natürlich auch ein Unterschied, müsst ihr euch natürlich mal angucken. Deswegen klarer Tipp, schaut auf Instagram bei Planet, da gibt es eigentlich immer gute Rabatte. Ich sag mal 10-20% gegenüber UVP kann man eigentlich immer sparen. Aber spart hier nicht am falschen Ende, kauft vernünftige Qualität beim Fleisch, tut euch was Gutes und dem Planeten auch. So, das war's jetzt wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao.